You have to hold out. Alter, wie schnell, wie geil ist das denn? Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ihr hört es schon im Hintergrund. Ich habe jemanden zu Gast, der gerade am Zocken ist. Und vielleicht kennt ihr den. Das ist nämlich der Martin Kesici. Guten Morgen allerseits. Und bitte nicht jetzt beim Spielen. Ich bin völlig fertig mit den ganzen Malen. Ich blieb da noch nicht durch. Let's rock. Habe ich da jetzt hier viel nicht wissen. Okay. Er ist jetzt voll am Zocken. Ja. Ihr seht es ja auch. Hab das jetzt so als Facecam da mal eingeblendet und ich werde ihn jetzt ein bisschen dabei filmen, während er zockt, damit er noch nervöser wird. Also der hat, ich glaube, die zweite Runde, die er jetzt spielt, von daher kennt er sich überhaupt nicht aus, was er da macht. Hier liegt Stacheldrahtrunde. Aber total geil. Ja. Wir spielen übrigens Rainbow Six Siege, oder Siege, wie der Pink Panther auch so gerne sagt. Stimmt ja auch, rein rechtschreibt grammatikalisch und so. Aber ich muss hier erstmal mit Pink Panther sein Keybinds klarkommen, die sind nämlich komplett anders als bei mir. So, Hold F to Barricade sagt er mir, das heißt, ich kann hier irgendwas aufbauen. Mach ich mal. Ich bin natürlich richtig geil und habe jetzt einfach ein Zimmer verschlossen, stehe aber auf der Hand. Was? Ja. So eine Scheiße. Läuft bei dir. Okay, läuft. Gut, dann machen wir hier nochmal eine Barrikade. Richtig schön, Nidnagelhammer. Und jetzt bin ich inside. So, hier sind meine Teammates. Das Spiel ist, das ist einer meiner Lieblingsspiele. Früher schon Rainbow Six Rogue Spiel gezockt, wie ein Bekloppter. Und du weißt, mein lieber Pinky, wir spielen ja auch immer nur Defuse Hardcore bei Battlefield 4, ne? So sieht's aus. Ich pack mich jetzt nochmal dazu, dass wir beide so ein bisschen drauf sind. Ihr seht ja das Gameplay an sich denn ganz normal. Was ist denn das für eine Knalle? Was sind die für Bücher? Oh, okay. Schon mal gekickt? Nö. Pure Dictionary ist da, irgendwann in Paris. Palette Pornos oder so? Nee, nicht. Warte mal. Hier. Kein Playboy? Gar nicht? Das, hier, nein, Blank. Doch hier. Blank Schock. Der blanke Schock. Geht doch. Das ist wahrscheinlich für Menschen, die das komplett rasiert lieben. Das kann sein. Gut. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Aber wie ihr seht, ich spiele da nicht mal mit und wir haben. Ja, ich bin schon weit vorne. Du kannst aber auch so auf Hardcore gehen und einfach rausgehen und gucken, ob du nicht irgendeinen killen kannst. Gut, mach ich. Aus Fenster? Ja. So, ja, genau. Jetzt lauf mal rum, ob du da irgendwo einen findest, den du wegholen kannst. Ja, genau, das ist eine super Position. Ist geil, oder? Ja. Jetzt wartest du, bis die hier die Treppe hochkommen, dann musst du. Wo ist denn hier die Treppe? Da unten? Warte mal, ich glaube, die sind schon im Raum. Da schießt auf mich! Nein, hau ich doch! Schieß, mach doch! Warte, ich spring rein. Wo ist er? Warte mal. Nee, der ist oben, der ist oben, der ist nein, oben. Nein, der ist unten gerannt. Der ist unten gerannt? Oder? Geh hoch. Die haben gewonnen. Zweite Runde. Ich hab noch nicht einen Abschluss gemacht, hab trotzdem gewonnen. Willst du noch eine Runde machen? Nee, machen wir noch. Eine andere Runde machen. Auf jeden Fall sehr geil. Da gibt's. Es wird auch keine Public Server geben mit 32 Slots und so. Nee. Es wird ein reines 5-on-5 Play bleiben und das ist natürlich. Ja, und absolut taktisch. Sehr gut. Ist genau. Ich meine, du warst ja schon bei uns auf dem Server auch und ja, hast ja gesehen, dass wir da sehr taktisch sehr was nicht hier zeigt man nicht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, warum? Warum sitzt der Martin Kesici bei mir? Weil ich es kann. Nein. Genau. Nein, ganz einfach. Er ist ja auch Gamer. Schon ewig lange. Das wissen ja auch nicht viele. Nee. Die denken immer, der Noob, der zockt doch nicht. Der macht doch nur so. Seit 1999 Clan-Führer, Clan-Leader gewesen. Ruhn, Anifa, Medal of Honor, Elite Assault, Call of Duty 1-2, United Offensive. In der Liga mit Neo Fifi, Source, zockt in der Halbliga, ESL und dann weitergemacht. Übertreibt mal jetzt hier. Team Fortress, ja, ich war aber kein Pro in dem Sinne, also hab damit kein Geld verdient, war nur Spaß. Ja, ja, ja. Team Fortress haben wir sehr gerne gespielt noch und jetzt seit 2-3 Jahren die ganze Battlefield ziehen, ne? 3 im Moment, aktiv 4. Hardline nicht, ist nicht so mein Ding, ist ein schönes Spiel, aber ich bleib dann doch lieber bei Battlefield 4. Ja, wir müssen per Zufall auf dem Electronic Arts Teamspeak kennengelernt und haben dann irgendwie gleich Gemeinsamkeiten gefunden. Was sind Rasenmäher? Ja, das ist die kleine Kamera jetzt, womit du halt mit Leertaste kannst du übrigens auch springen. Ach, da, guck mal hier. Da ist so ein Spacko, genau. Du kannst hier rechts reinfahren. Komm raus. Da ist ein Loch. Ah, geil, wie eine Katze. Ja. Hallo. Zack. Hallöchen. Jetzt musst du mal gucken, dass du den einen Typen da findest, den ihr dann gleich. Da ist er. Da. Meinst du Geisel? Ja, da ist er. Das heißt, könntest du da hinten parken, da, und nachher könntest du dann nochmal sogar deine Kamera nutzen. Da ist Bildstörung. Ja, er hat sie platt gemacht. Bitte warten Sie. Aber siehst du, da ist jetzt jemand anderes, der ist mit der Kamera unterm Bett. Hier gerade links lang, ja, okay. Von dir ist es einer. Super, so, Action. Ab zum Haus und dann machst du platt. Da ist das Haus, übrigens. Also für eine Alpha läuft es doch schon einigermaßen gut. Du könntest jetzt was mit der Plattform rein? Warte mal. Geh mal an die Hauswand da.
irgendwo an der Hauswand. Hier am besten. Nee, hier. Da geht man an die Hauswand. So, hier. Drück mal Space jetzt. Festhalten. Zack, und jetzt nach oben. Läuft. Wie geil ist das? So, jetzt kannst du nach oben. Das andere kannst du auch wieder runter, wenn du an den Rand gehst und wieder Space drückst. Okay, ja. Halt mal fest. Nein, nicht runterspringen! Wieso ist man denn... Warum ist man denn schon tot? Aber die können mich doch reviven, oder? Könnten sie. Halt mal F. Ah, da kann ich meine Blutung stillen. Ja, kannst deine Blutung stoppen. Stillen. Heißt es stillen oder stoppen? Stillen macht der Mutter mit ihrem Baby eigentlich, oder? Ja, aber das geht auch ganz gut. Aber die sind, glaube ich, zu dusselig. Ich hab vorhin wiederbelebt. Anstatt das mal da hinlaufen. Hey, help him! Help! Help! Hilfe! Da kommt einer! Siehst du, es hat gerissen! Thanks! Very thanks of you! Oh man, you're good! So, jetzt pass mal auf, geh durch den Keller. Ich werde sie von unten alle aufrollen. Genau, roll sie auf. Box. Genau. Das ist einer von deinen. Nee, die sind da, der ist oben da. Ja, warum kommt der denn so nah runter? Keine Ahnung, weil er. Ja, wahrscheinlich kennt er die Map auch noch nicht. Man muss natürlich bei solchen Taktikschuhen dann auch alles. Und da müsst ihr durch hier links. Da. Da musst du durch. Am besten C4 hinschmeißen. Mit G wieder nach dran. G dran. Genau. Loslassen. Und alles abhauen. Klar. Abhauen und dann sprengen. So, jetzt sprengen. F drücken. Blutung stillen. Help! Hilfe! 112! Please help! Feuerwehr! I lie on the floor! Ich meine, das sind noch... Ja, Alter, wie geil! Best! Very thanks! Danke, mate! Und jetzt, pust weg! Schieß einfach durch! Schieß! Jawohl! Ist eine Granate oder sowas? Nee, hast du nicht. Musst du so hinkriegen. Oh, pass auf, nicht auf den Typen schießen! Das ist deine Geisel. Ach, das war meiner. Ja, das war deine Geisel. Reload. Nochmal, reload. Ach man, ey, Mann. Ah, das ist schon. Also, ich bin sehr gespannt, wenn es kommt. Wann soll das erscheinen überhaupt? Zahlt man, hat man da schon irgendwas Ende des Jahres? Nee, du bist eine Etage zu hoch gewesen. Woher weißt du? Achso, weil die anderen unter mir sind. Ja. Ah, da könntest du von oben durchgucken. Kannst du mal gucken, ob du vielleicht den einen Typen siehst irgendwie. Aber schon gut verarbeitetes Haus auf jeden Fall. Also man kann hier schon, ein Statiker wird seine wahre Freude an dem Spiel haben. Also ich würde nochmal runtergehen. Ich glaube, da hast du eine bessere Chance. Was mit Sprinten? Ah, okay. Da irgendwo. Soll ich die Geisel mal nehmen vielleicht? Nee. Mach die Typen kalt. Schieß mal da hinten durch. Der ist bestimmt einer dahinter. Ey. Ihr müsst euch beeilen. Oh, lost. Zeit zu Ende. Vorbei. Für mich wunderbar, also ist es wie bei Defuse, probieren die Bombe zu legen, auch wenn man... Da! Nee. Da sind die beiden, ja. Also, mir gefällt sehr gut. Pinky, danke nochmal für die, dass ich spielen durfte, super. So, genau. Ich wollte noch erzählen, ihr fragt euch, warum wir jetzt hier so zusammen sitzen, denn wir werden in Zukunft einiges zusammen starten. Ihr könnt gespannt sein, ob Livestream oder videotechnisch. Und ich würde sagen, das rockt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Macht's gut, schönen Abend. Bis dann. Tschüss.